diese komische Narren, das ganze Narrenzeugs an. Effekt hebt kritische Treffer von Feinden auf. Erhöht das Finden von Objekten. Erhöht die Anzahl der erworbenen Seelen. Verringert Fallschaden. Das ist interessant. Also die Rüstung hier hat einfach mal nur Effekte im Endeffekt. So, Ringe kaufe ich mir einfach alle mal. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich den schon hatte. Aber Ringe kann man eigentlich immer gebrauchen. Menschlichkeit eigentlich auch. So, und jetzt reden wir, sprechen wir nämlich nochmal mit dem. Ach, guck an, kann man sogar Zeug noch für. Goldener Schlangenring. Okay, der wird uns wahrscheinlich noch mehr Seelen geben. Ja, das ist ja. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Was hat der da eigentlich auf der Schulter? That's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Kenn ich sogar wirklich. Have you heard of the shrine on the eastern edge of Drangleic? Mein Gott, redet der viel, ey. To honor the dragons, they say. Ist wahrscheinlich der Winterschrein, von dem er gerade spricht. If only I knew how to get there. I'd go and I'd claim it for goodies. I'm mainly a treasure hunter, you see. Okay. Der Typ will sich anscheinend nicht bewegen. Und einfach mal mitten in seinem Satz unterbrochen. Nicht, dass uns das am Ende noch zum Verhängnis wird. So. Gucken wir mal. So, dann reisen wir nämlich jetzt hier nochmal. Und das war eigentlich alles, was ich machen wollte. Wenn ich mich recht entsinne, war das alles. Das wiederum heißt, dass wir jetzt endlich da weitermachen können, wo wir eigentlich ursprünglich weitermachen wollten. Und zwar nämlich bei dem Boss. Und deswegen machen wir uns nämlich auch gerade mal wieder menschlich. Ach fuck, wir sind im Offline-Modus, ne? Ach, ich gehe in den Offline-Modus. Keine Ahnung, warum ich da in letzter Zeit so krass Probleme mit hatte oder mit hab. Also ob die Server einfach nur hart am Schwanken sind die ganze Zeit oder ob ich momentan irgendwie häufiger mal die Seas ab. Also eins von beiden wird es ziemlich sicher sein, aber. Boah. Cool. Gut. Da wurde ich gerade ein wenig abgelenkt. Achso, ja, okay. Jetzt bin ich wieder im Online-Modus. Jetzt kann ich auch mal die Menschlichkeit wieder verhauen. Wir haben gar nicht mal so viel Menschlichkeit, wie man denken könnte. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ich auch bei den Händlern jetzt mittlerweile Menschlichkeit noch und nöcher gekauft habe. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir links nämlich. Ich hoffe einfach mal, dass das hier oben jetzt nicht. Achso, Mann, ich habe den Ring auch noch gar nicht angeguckt. Aber er wird halt wahrscheinlich genau das machen, was er. Gegner lassen eher Objekte fallen. Ach so. Das war aber, glaube ich, im ersten Teil auch so. Also wenn man Items farmen will, dann macht man das am besten mit diesem Item. Oder mit diesem Ring. So. Bisschen habe ich ihn noch, ja. So, jetzt brauchen wir da den komischen Königsring, damit der Tor sich hier öffnet. Mach auf das Tor. Ich kann ja sagen, die Typen hier übrigens, die hier alle gestorben sind, haben sehr wahrscheinlich die
die Wächter da hinten aus dem Raum mitgezogen. Zumindest vermute ich das gerade mal. Na komm, lass mich durch. Dankeschön. Was hat denn jetzt? Vision von Hoffnung. Vielleicht finden wir auch einfach nur einen NPC. Eigentlich brauche ich nur jemanden, der mir zumindest einen Teil von dem Schaden und einen Teil von der Aggro nimmt. Das ist eigentlich schon alles. Also so jetzt den krassen Solo-Kämpfer, der die ganze Zeit, also die beiden mehr oder weniger im Alleingang macht, brauche ich eigentlich nicht. Ich meine, ich bin ja selber relativ tanky jetzt, nachdem ich die Rüstung gewechselt habe. Also. Nö. Bedauerlicherweise ist hier aber gar nichts, ne? Ah doch, hier. So, wir gucken jetzt mal, was davon ist denn der NPC? Benhard aus Jugo, das klingt schwer nach NPC. Und wer bist du? Vengals Kopf. Leute, das ist auch ein NPC. Okay. Ja, das ist hier nämlich der Kollege mit dem dicken Schwert, mit dem wir eben noch gesprochen haben. Und das ist auch ein NPC. Das ist der Typ, den wir gerettet haben. Bitte noch dafür. Ist ja interessant. Das ist, glaube ich, der erste Bossfight, wo wir wirklich mit zwei NPCs fighten. Das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ich links oder rechts runterkippe. Aua. Wo bleiben meine NPC-Fritzen? Mein Gott. Lasst euch da mal ein bisschen mehr Zeit. Warum kloppen die denn jetzt auf dem Großen drauf rum? Hier, auf der Ollen musst du erstmal drauf rumkloppen, meiner Meinung nach. Ich schätze mal nämlich, dass die Olle auch ein bisschen länger aushält als... Also eigentlich, wie gesagt, eigentlich habe ich halt gedacht, dass ich nur einen NPC mitnehme, wa? Kann ich die eigentlich backstabben? Nee. Hätte ich sie backstabben können, wäre das, glaube ich, gerade passiert. Aber sie hat sie hat irgendwie... angefangen zu verzaubern oder so. Ob du einen hast. Alter. Das war gerade eine ganze Menge Damage. Kann die Akku jetzt. Also wofür habe ich denn die zwei Kollegas hier? Und zwar, die kloppen halt nur auf den Dicken rum. So, jetzt hier, nimmt sie in die Mangel. Weil die zwei sind halt auch super langsam einfach. Ah, jetzt habe ich zwei genommen, oder was? Ne, habe ich nicht. So, einer ist down. Okay, der kniet sich aber nur hin, das finde ich aber gar nicht lustig. Ja, warum schlägt er denn jedes Mal auf dieses verkackte Fixschild einfach drauf? Ja gut, das ist halt jetzt der klassische... Nee, nix heilen hier. Heilen halte ich für eine ganz schwache Idee. So, also mit den beiden NPCs ging das natürlich absolut klar. Thronwächterseele, Thronverteidigerseele. Hm, das ist aber echt interessant. Die Thron ist raus. Och lol. Das sind alles so. Das sieht irgendwie alles schwer aus wie so Riesen, ne? Ach scheiße, jetzt habe ich da so ein Ding, die Pfeil für verbraucht. Ja, verdammt teuer, versteckt voraus. Ach, als ob man hier über die Köpfe springt, das glaubst du ja wohl selber nicht. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh Leute, da ist so eine... Das ist wieder so eine Steintür, wa? Boah, Alter, als ob... Also ich meine, diesen ersten Sprung, ja, meinetwegen, ne? Den verstehe ich ja noch. Aber den zweiten, never ever. Nee, Kollegas, das werde ich nicht machen. Das ist zwar eine nette Idee so an sich, aber nee. Könnte mich mal am Arsch stecken. Aber das ist bestimmt kein NPC, ne? Nee. Ach, den, ja. Die sieht aus wie ein... Ja, insbesondere hat die so ein Ding wie Waffe in Hand. Ja, gut. Interessant. Also mit NPCs ist es doch um einiges einfacher gewesen.
Das gleiche gilt übrigens auch für den Drachen. Im Endeffekt brauche ich nur jemanden, der mir ein bisschen die Akku vom Leib hält. Jetzt müssen wir die ganze Treppe wieder hochlaufen. Aber ich habe jetzt ernsthaft gedacht, dass es hier noch weitergeht. Wenn ich mal dazu sagen darf. Eigentlich nicht gedacht, dass es jetzt hier nur so ein optionaler Boss ist, um dann einen Geheimgang zu öffnen. Wie gesagt, diese Sprünge werde ich vielleicht mal ausprobieren. Ja, wenn ich weniger Seelen habe. Aber ansonsten. Also ich halte die auch nicht für machbar, um ehrlich zu sein. Also wie gesagt, vielleicht fehlt da auch einfach noch irgendwie was. Dass ich dann da irgendwie. Aber. So. Dann reisen wir jetzt nochmal kurz nach Majula. Ich könnte natürlich theoretisch auch geschickt einfach mal upgraden und gucken, was das so hoch macht. Weil im Endeffekt, wir haben halt echt nicht mehr viel, was wir skillen können überhaupt. Das Problem hat, wobei in Dark Souls 1 habe ich auch da nicht wirklich drauf geachtet. Da habe ich auch alles bis zum Hardcap und doch weiter geskillt, bestimmt. Was verbessert sich denn hier? Beweglichkeit auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, man könnte halt Anpassungen machen. Also entweder ich mache Anpassungen oder ich mache Geschicklichkeit. Also eins von den beiden mache ich. Das Na komm, wir machen mal Anpassung. Wir machen eine Anpassung ist jetzt mehr oder weniger das, wo unsere Seelen reinfließen werden. Und übrigens, wo wir gerade schon mal dabei sind, das war ziemlich dämlich, was ich da gerade gemacht hatte. Aber egal. Dann benutze ich nochmal ein paar Seelekins. Seele eines großen Tralala. Wie viel brauche ich? 34.000 so ungefähr, ne? Jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Was soll's. Macht jetzt auch nicht. Macht jetzt auch nicht wirklich den Braten fett. Weil ich habe vor, mir nämlich nochmal zwei hiervon zu kaufen. Jawohl, ja. Und dann nochmal den Bogen zu upgraden. Weil ich meine, wenn wir es halt können, ne? Und wie gesagt, die Seelen, wenn ich die jetzt nicht benutze, dann benutze ich sie halt wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist halt die super krasse Gefahr bei solchen Spielen, dass du dann irgendwann die Sachen gar nicht mehr benutzt. Was ist das eigentlich, was da noch mit skaliert? Moment, Hilfe. Attribut Magie. Aha. Ja, stimmt, der macht Magieschaden. Richtig, deswegen war der auch noch so geil. Weil der gleichzeitig noch Magieschaden macht. Ja, würde ich gerne upgraden. So, und da sehen wir diese Waffen von den Bossseelen. Die kann man dann nur bis plus 5 hochbauen. Okay. So, jetzt aber. Einer fehlt noch. Das Problem ist, wenn danach auch wieder Ende ist, stehe ich wieder vor so einem Fragezeichen. Weil. Was soll man da noch machen? Also ich meine, ne, ich sehe ja, ich habe noch zwei Gebiete, wo ich anscheinend noch gar nicht war. Und noch Leuchtfeuer, wo ich noch gar nicht war. Das sind natürlich alles so Anhaltspunkte, die einen darauf schließen lassen könnten, wo es noch was gibt und wo man noch weitermachen könnte. Aber. So, jetzt war hier der Morks, dass man die Dicken noch killen musste, ne? Ja, raus, Pferd. Frau wird benötigt. Ja. Gut. Ich glaube, Bruns. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass in einem von diesen wackelnden Kästen auch irgendwie ein Item Gutes drin ist oder so. Weil theoretisch, um die da unten aufzumachen, hätte man den Dicken, den man hier entsteinert hat, und der nicht gerespawnt ist, bis nach da unten ziehen müssen, einfach. Achso, wo wir gerade eigentlich schon mal hier sind, fällt mir mal gerade auf, können wir eigentlich auch noch mal gerade unten gucken, ob das schon der richtige Helm ist, den ich da eben gekauft habe. Ich glaube es zwar nicht, aber. Wissen tue ich es ja nicht, also von daher. Ich weiß nicht, ob der auch von irgendjemand anders gedroppt wird oder. Das, ach, guck mal, hier, seine Barriere ist weg. You really done it. You'll never escape.